So, ich wollte eigentlich, dass das, aber das wirkt irgendwie nicht. Das sieht kacke aus, sind wir mal ehrlich, wa? Bitte löschen. Einen einfachen Balken haben wir hier. Ja, ich nehme den einfachen Balken. So ist er gerade. So. Na toll. Was ist denn das für ein Scheiß schon wieder? Dass ich den. Oder was? Er muss schon genauso groß sein wie das eigentlich. Jo. Und dann so nach Möglichkeit so weit nach hinten, wie das nur möglich ist, aber nicht bis zum so. Verstehe ich nur nicht. Guckt euch mal das da an der Seite an. Was soll denn das? Kann doch nicht sein. Ah, ich werde irre. Ich mach das mal. Ich mach das mal. Gut, das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus mit diesen Strich da. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt mache ich mal das andere noch. Wo waren das? Das? Chick, chick, chick. Ne, genau, ich wollte den in Rot haben. Aber das geht wieder mal nicht. Ne, das kann ich jetzt. Ne, Quatsch, ich Idiot. Oh. Ja, da muss man halt erstmal überall durchsehen. Jetzt, wie habe ich denn das hier gemacht? Also eigentlich muss alles weiß sein, auch von hinten. Ah, außer einen roten, der wahrscheinlich dann so, das ist genau die. Ja. Jetzt überlege ich ein bisschen kurz, ganz kurz, ob ich das. Nee, ich mach das. So. Ja, das sieht ein bisschen nett aus. Und dann machen wir an der rechten Seite das auch. Und dann als. Nee. Ah, habe ich schon wieder Probleme. Eigentlich müsste ich das jetzt. Hey. So, Freunde. So hätte ich das eigentlich gern. Ich kann natürlich auch, dass der.
Ja, Mann. Das ist cool. Irgendwie. Ich muss den noch ein bisschen. Pff. Aber das so richtig hinzubekommen ist echt nicht leicht. Ich würde den natürlich gerne hier so haben. Yeah. Naja, auch nicht. Warte mal. Tja, wer die Wahl hat, war halt die Qual. Bla bla. Das ist aber schwer, hier irgendwas vernünftig zu machen. Da weiß ich nicht, irgendwie gefällt mir das nicht so. Mit dem. Nee. Oh, Bro, bitte, bitte weg mit dem. Also die Steuerung ist hier manchmal ein bisschen. Es geht, aber man muss sich voll dran gewöhnen. Also ich würde sagen, ich lasse den so, irgendwie hat was. Ist nicht perfekt, könnte ich jetzt auch noch wesentlich cooler machen. Aber ich lasse den mal so. Und vielleicht fällt mir bis zum nächsten Mal, bis ich hier das nächste Mal in der Garage bin, vielleicht fällt mir da noch irgendwas ein, was zu dem passt. Aber irgendwie, was soll man bei so einem Ferrari machen? Ich meine, der ist zum größten Teil, beziehungsweise oder komplett Standard. Da kann ich ja nicht großartig jetzt Musik was machen. So ein krasses. Ihr wisst schon, was ich meine. Geht jetzt ja nicht. Ich fahre mal da mal jetzt ein bisschen. Eigentlich sollte ja jetzt schwer schon fast drin sein. Aber ich habe gerade gesehen, ich hätte ja Bock auf so ein Spontanrennen. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal machen würde? Weil, was gibt es denn hier an Geld eigentlich? Ja, doch, das geht ja. 19,5, wenn ich das gewinne. Das hat 9.000. Das hat 12.000. Das ist natürlich nicht schlecht. Tja, Leute. Er gefällt mir doch nicht so vom Styling her. Das geht so gar nicht. Da muss ich beim nächsten Mal ein bisschen was ändern. Das ist ja nun. Nee, 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 nee. Mal sehen, wie er sich fährt. Im schnellen Zustand. Er geht definitiv ab. Aber der eine Aufladung hat, ey. Jo, das Ding rockt. Also vom Fahren perfekte Ding. Schon fast. Gefällt der mir jetzt gar nicht, weil der auch sehr schwarz aussieht, weil das Rot total dunkel geworden ist. Und mit den weißen Stickern. Nee, nee, nee.
da muss was anderes her. Ich meine, die Idee an sich war ja ganz gut, aber von vorne sieht es ja ganz cool aus, aber von hinten irgendwie nicht, wahr? Also ich würde sagen, der braucht ein krasseres Rot. Und dann arbeiten wir mit ein bisschen Schwarz und roten Transparenten. Ich denke, dass ich mir aber viel Zeit nehmen, weil ich kann ja hier sonst nichts weiter tunen an dem Wagen. Also muss die Farbe schon wenigstens stimmen. Aber ich habe da schon so ein paar Ideen im Hinterkopf, die ich dann auch beim nächsten Mal mache ich dann beim nächsten Mal. Ja. Aber ich denke mal, im nächsten Video gibt es mal wieder ein bisschen M2 Power. Weil ich gerade mal Bock habe, noch ein, zwei Rennen mit dem BMW zu fahren. Ja, wie gesagt, das machen wir dann im nächsten Video. Und dann geht es irgendwann weiter mit dem Ferrari.